Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich gehe mal wieder zurück hier zu unserem Auto, das dort unten steht. Also dort oben und unten, so in dieser Weise. Wir haben ja hier dieses Rätsel gelöst mit diesem Cyberpsycho. Und ja, mal schauen, was wir heute so machen. Diesen vielen Texten und Rätseln und Gesprächen kann man halt in einer Folge nicht allzu viel machen. Was manchmal ein bisschen schade ist. Aber gut. Ruf Mr. Hands an, Phantom Liberty, finde Evelyns Auftraggeber in Pacifica. Könnten wir also mittlerweile echt anfangen? Down on the street. Ghost Town. Beast MP. Finde den Ring in Kabuki. Das war gerade der Auftrag hier, den ich in der letzten Folge gemacht habe. Wenn ein Konzern rausgeschmissen wird, verliert er meistens auch seine Implantate. Die schnippeln ihm die Sündorgane und Cyberaugen einfach wieder aus dem Körper raus. Aber manchmal ist das Chrom so mit dem Gewebe verwachsen, dass man es gar nicht mehr entfernen kann. Auch nicht, wenn man es leicht haben will. Der Täter ist tot, sieht aus, als war unser Mann Söldner im Konzerndienst. Als er nicht mehr nützlich war, haben sie ihn fangen gelassen. Die Kampfimplantate sind noch intakt, kombiniert mit Obdachlosigkeit, PTBS und ohne seine Antipsychomeds hat er keine Chance. Schade, dass du ihn nicht gerettet hast. Wie hätte ich das so machen sollen? Ein befreundeter Cop hat mir ein paar Infos gegeben, das Hirn des Typen war frittiert. Der hat sich bestimmt vierfache Dosen gespritzt, um überhaupt durch den Tag zu kommen. Der Konzern hat ihm seine Krankenversicherung weggenommen, dann kam kein Geld mehr und irgendwann ist die Zeitbombe explodiert. Vielleicht hätte ihn ein Happy End erwartet, wenn er einfach seine Medikamente wieder genommen hätte. Ja, gut möglich. Gut möglich. NCPD, Ring in Kabuki, down on the street. Ich glaube, mit diesen Aufträgen warte ich erstmal, bis wir irgendwie eine Waffe haben, mit der wir die Leute nicht umbringen können oder müssen. Geht zum Erdgeschoss. Venus in Furs. Geht zum Erdgeschoss des Notel Motels. Meredith Stout. Hat dich auf ihr Zimmer im Notel Motel eingeladen? Scheiße, wie? Ich weiß nicht, ob ich dir auf die Schulter klopfen oder dich vor dir selbst retten soll. So oder so musst du dir mal verraten. Musst du mir mal verraten, wie du das machst? Das Konzern Tussis so auf dich abfahren. Cyberpsycho-Attacke, Kriegsveteran abgeschlossen. Dann lass mal sehen, was Meredith Stout zu sagen hat. Also, theoretisch sind wir sie ja auch hintergangen, wenn man es genau nimmt. Weil wir ja das Geld behalten haben, was sie uns gegeben hat, auf dem Splitter. Wird das der Regen hier durch? Sieht. Oh,
Regina Jones. Ja, sorry. Ein anderer Mal. Oh shit! Was machen die denn hier? War's das? Ich glaube, das war's. Was auch immer das für Leute sind. Komischerweise kann ich die Dinge gar nicht einsammeln, was die fahren lassen. War das hier richtig, was ich gemacht habe? Wahrscheinlich. Nach jedes Gespräch. Seid ihr fertig? Alles okay? June, du bist tot. Was ist passiert? Tim und Boris sind draufgegangen. Hab doch gesagt, es gibt eine Woche. Aber nicht, dass es ein 2 Meter großer, mit Chrom vollgestopfter Solo ist. Hab ihn gerade noch so... Ah, eine Wache, sorry. Das A und O verwechsel ich immer. Hab doch gesagt, es gibt eine Wache. Aber nicht, dass es eine 2 Meter große, mit Chrom vollgestopfter Solo ist, haben ihn gerade noch so erledigt. Aber ihr habt die Ware, oder? Ich mach dich sowas von kalt. Ja, du Arschloch, wir haben die Ware. Wir sehen, sobald sich das verkauft, kriegst du wieder gute Laune. Tauch nur erstmal irgendwo unter, bis Gras über die Sache wächst. Ach, echt? Wäre ich selbst nicht drauf gekommen. Oh. Was habt ihr denn für Ware? Darf ich mir die Ware mal anschauen? Euro-Dollar, Auflage. Aktuelles Inventar, Roaring Phoenix, X827, Magstock, Quartz, Aspis, Be Right Back, Black Lace. Okay, bloß Drogen. Kommen da dauernd Nachrichten rein. Ist ja fast so schlimm wie bei mir zu Hause. Ja, jetzt... Doch, nice. Alles. Ein Streich. 143.000. Takemura. Okay, komm, wir fahren mal mit dorthin. Bisschen weird, dass die hier vor dem Eingang standen. Schön noch über die Leichen fahren, nice. Ah, sieht ja sehr nach einer schönen Gegend hier aus. Motel, Motel. Da werden wir also. No vacation. Vacancy. Ich bin ja gespannt, was er uns dazu sagen hat. Geh zum Erdgeschoss. Sehr schöne Bude hier. Haben
die große Frage ist, warum will sie dich mit uns treffen? Besetzt frei. Zimmer 6. Bet you didn't expect to see me here. Okay. So what now? What the fuck? Till next time, then, V. Corporate gods willing. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Wir sind abgeschlossen, Venus and First. What the fuck? Von Parmesan hat sie noch die Knarre an unseren Kopf gehalten und jetzt das? Das hört schon verlustig. Okay, einhändige Keule. Nehme ich mit. What the fuck, was war das denn bitte? Ah, ich habe übrigens was Neues installiert. Wir haben jetzt eine Taschenlampe. Könnte an manchen Stellen ziemlich gut kommen. Ich check's grad nicht, was da passiert ist. Zusammenarbeit. Ich habe von Militech bekommen, was ich wollte. Danke und denk dran, wir sind uns nie begegnet. Schade, ich wollte. Manchmal sind zwei Menschen zum richtigen Zeitpunkt am falschen Ort. What the hell? War das jetzt einfach ihr Dankeschön für dass sie das bekommen hat, was sie wollte von uns oder durch uns? Wahrscheinlich. Naja. Schönes Ende dazu. Würde ich mal sagen. Ich gehe mal kurz hier oben schauen, ob es gibt. Wahrscheinlich ja nicht. Ein paar Automaten. Eine Kiste. Mit nichts Spannendem drin. Okay, das hätte ich echt nicht erwartet. Dass sie uns dann Kragen geht. Das war jetzt auch nicht schlecht unbedingt. Aber gut. So what the fuck? No future. Ich glaube, das hier wäre theoretisch eigentlich gar nicht besuchbar. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder doch? Naja gut, das war eine spannende Begegnung. Dankeschön für dieses Erlebnis und diesen kurzen Aufenthalt hier in diesem Drecksloch. Crazy shit. Lass mal schauen. Ghost Town. Down on the street. Versuchen mit Barry zu sprechen, müssen wir auch noch machen. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Verbrechensmeldung könnten wir kurz anschauen, die zwei hier oder diesen Auftragskiller. Ich würde die zwei Verbrechen da noch kurz machen.
Okay, ich frag da mal gar nicht nach, wieso dieser Mensch einfach so schweben kann. Auto fragt. Rowdy Hooligan. Keine Ahnung, wieso der da irgendwo da oben drauf steht. Nee, alles gut. Polizisten sind ein bisschen ein Problem. Dringend. Sie durchqueren die Badlands in Trucks. Ja, aber wenn der Vollmond aufgeht, werfen sie ihre Masken von sich. Und was verbirgt sich darunter, fragt ihr? Reptiloide? Nein, sag ich euch. Keine Reptiloiden, sondern Werwölfe. Die Saat ist ausgebracht, die Wahrheit wird Wurzeln schlagen und uns aus den Fängen der Eindringlinge befreien. Nicht gesendete Nachricht. Joe, das ist wichtig, das Ende naht. Ich kann ihre Stimmen hören, Joe. Der Bug sitzt im Herzen der Bestie. Meine Zeit ist gekommen, aber irgendwer muss meine Mission fortführen. Geh zu diesen Koordinaten, dort findest du die Tag, die ich ihnen geklaut habe. Denen, die uns ausspioniert haben. Weck die Leute auf, es ist Zeit, die Barrikaden aufzustellen. Die Container wollen Blut. Kurz mal etwas leise, bitte. Okay. Welche Koordinaten? Okay, gut. Leider weiß ich das jetzt nicht. Wahrscheinlich würden jetzt irgendwo oder ist irgendwo auf der Karte etwas Neues aufgetaucht. Naja, müssen wir dann mal ein anderes Mal schauen. Die andere Verbrechensmeldung mache ich doch auch noch kurz. Und sonst ist die Folge etwas sehr kurz. What the hell? Ich hab damit nichts zu tun. Okay, leider gibt's manchmal ein paar kleine Ruckler. Irgendwie Nachlader könnte man fast meinen. Okay, sind ein paar. Acht Meter sollte, glaube ich, reichen, wenn ich das so sehe. Ich finde die Versorgung ziemlich gut. For a bloodbath!
Gleich haben wir es, glaube ich, schon. Ja, theoretisch hätten wir... Shit! Aber das sind die Ohren, die kommen. Eine schlechte Idee. Kurz mal leise sein. Police, come out. Muss ich die jetzt umbringen? Da kommt noch ein Polizeiauto, das ist doof. Okay, jetzt blinkt es still. Gut. Hat ein bisschen ewig gedauert, bis das weg war. Wieder ein Gespräch. Okay, hab was von den NCBD-Jungs erfahren. Wir wissen jetzt, wer gesungen hat. Even Flakes. Den kenne ich doch. Boss, ist der Idiot von Strand 13. Leider ist der Mann verschwunden. Dann hätt sie ihm irgendwann auf den Hals. Irgendwann auf den Hals. Check seine Wohnung, Familie. Komm schon, du weißt, wie das läuft. Er hat noch dieses Lagerhaus. Dann check das auch. Zieh eine richtige Show ab. Die Leute sollen davon erfahren. Okay. Ich glaube, das war... Also vorhin ist ja noch ein Typ weggelaufen. Vielleicht war das der... Tyrosin-Injektor. Auch sehr cool. Even Flakes und Martha Flakes. Scheiße, scheiße, ich hab verkackt. Ich hab dieser Bullin vertraut. Anna Hamill hat mir Schutz versprochen, wenn ich übers Business im Kabuki-Markt auspacke. Scheiße. Even? Ich hab ihr alles gesagt. Warum? Jetzt gibt das NCPD mir doch keinen Schutz und die Tigers sind wegen diesem verfickten NCPD hinter mir her. Die machen mich kalt, Martha. Sie wissen Bescheid. Ich bin so gut wie tot. Du Naive, bleib inne. Geh zum Hafen in Wellsprings. Du hilfst mir? Verschwende keine Zeit, du Idiot. Geh schon, jetzt. Danke, 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 danke. Wenn ich auf einem Boot bin, können die in der Stadt lange nach mir suchen. Okay. Dann war's doch nicht der Typ. Hast du noch irgendeine Waffe? Danke sehr. Gut. Tiger Claws. Und dann würde ich sagen, war's das wieder von dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.